Sobald man mit Linux und dem Terminal zu tun hat, kommt man nicht drum rum, auch mal was über die Input- und Output-Methoden zu lernen. Wir beschränken uns jetzt hier auf die Output-Methoden, und zwar auf 1 und 2, stdout und stderror. Ich bin ja nicht der Super-Experte, ich verlinke euch auch ein paar Sachen in der Videobeschreibung, wenn ihr da mehr nachlesen wollt. Und ich zeige euch jetzt aber auch ein Praxisbeispiel, wie man das sinnvoll anwenden kann. So, dazu gehe ich jetzt mal hier in meinen Home-Ordner und hier gehe ich dann in den Ordner, Downloads. So, zeige ich mal an, was da ist. Da habe ich ein paar Dateien rumliegen und einen Ordner. Wenn ich jetzt einen Find-Befehl absetze, das ist jetzt nur ein Beispiel, muss euch nicht stören, der Befehl. Ich suche die Datei usefulvid. Zum einen findet er die Datei usefulvid. Das ist die Ausgabe von Find. Und das ist stdout. Das ist die Nummer 1 hier. Die Nummern werden später noch wichtig. Die Nummer 2 hier, stderror, ist das hier. Permission denied. Find hat ein Problem. Er kann nämlich nicht in den Geheimordner rein. Ist aber nicht die originäre Ausgabe quasi von Find. Ist ja nicht das, was ich wissen wollte. Ich wollte ja nur wissen, wo liegt meine Datei. Wie kann ich das sichtbar machen, dass es da zwei verschiedene Streams gibt? Ganz einfach, ich nehme nochmal den Befehl und sage 1, das ist ja die Nummer, die wir jetzt hier aus dem Artikel gerade hier geklaut haben. 1 ist stdout, der Standard-Output. Den schickst du mal ins Nirvana. Was müsste dann passieren, wenn ich das jetzt abschicke? Also stdout wird nicht mehr angezeigt, sondern landet im Nirvana. Das heißt, die erste Zeile habe ich dann nicht mehr. Ich habe dann nur noch den Fehler. Passt. Nur noch der Fehler kommt. Das gleiche kann ich umgekehrt machen. Die Fehlermeldung, die 2, wird ins Nirvana geleitet. Und dann habe ich nur noch die eigentliche Ausgabe von Find. Wo wird das interessant? Ganz einfach. Ich gehe mal ins Wurzelverzeichnis und mache da quasi den gleichen Befehl. Find-name usefulvid. Tja, blöd. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt gibt es hier so viele Ordner, wo er ein Problem kriegt, wo er nicht reingehen kann, dass ich das Suchergebnis gar nicht mehr sehe. Jetzt kann ich ja meinen alten Trick machen und sag, alles was Fehler ist, hau mal weg zu defnull. Kann man so machen, ist aber nicht besonders elegant. Denn alle Fehler heißt jetzt auch in dem Fall, wenn ich zum Beispiel was falsch eingebe bei dem Find-Befehl, wenn ich die Parameter falsch setze. So, das ist auch ein Fehler. Das ist jetzt auch ein stderror. Wenn ich jetzt aber auch hier wieder sage, leite den um in defnull, sehe ich den nicht mehr. Den Fehler würde ich aber gerne sehen. Ja, warum? Weil ich habe einen Fehler bei der Eingabe gemacht. Das soll mich das Programm darauf hinweisen. Das ist, spielt sowohl eine Rolle, wenn man skriptet, als auch wenn man das jetzt hier so eingibt. So, dann könnte man jetzt sagen, naja, ist ja ganz einfach. Dann mache ich jetzt hier nochmal den normalen Befehl. Kriegen wir ja hier die bekannte Meldung. Oder beziehungsweise wir machen mal den Befehl hier, wo wir die ganzen Permission denied bekommen. Und jetzt kann ich einfach sagen, grep-v und ich filter mir jetzt alle Zeilen raus, in denen Permission denied vorkommt. Tja, funktioniert aber nicht. Ich krieg's immer noch angezeigt. Das Problem ist, dass jetzt in dem Fall grep nur über die eigentliche Ausgabe vom Find geht, nicht über die Fehlermeldung. Da gibt's aber einen Trick. Und zwar kann ich einfach sagen, die Ausgabe des Fehlers schreibst du mir bitte in die ganz normalen, den ganz normalen Standard-Output. Und siehe da, es funktioniert. Und grep geht ja über den Standard-Output. Und weil ich jetzt den Fehler auch in den Standard-Output geschrieben habe, also in stdout, kann er darüber auch filtern. Und ich habe jetzt wirklich nur das Permission denied weggefiltert. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar, indem ich jetzt wieder den alten Fehler einbaue. Und ich kriege die Fehlermeldung trotzdem noch angezeigt.